Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier im Dreamlight Valley von Disney. Ich bin die Trude, ihr befindet euch auf dem Spielebund-Kanal und wir wollen heute herausfinden, weiterhin, was es mit Mickey und Minnie auf sich hat. Wir haben uns nochmal umgezogen. Also jetzt haben wir nicht mehr unser Gartenoutfit an, sondern sind jetzt ein bisschen schicker unterwegs mit einer schönen College-Jacke. Und ja, Mickey steht jetzt schon bereit und wir werden Mickey doch jetzt einfach mal ansprechen. Der Grund, warum wir jetzt quasi mit Mickey weiterverfahren können, ist, dass ich bei meiner Gartenarbeit, bei diesem wundervollen Rapsfeld, mit dem Mickey als mein Helfer gearbeitet habe und somit im Level gestiegen bin. Erinnerst du dich, als wir Minnie beim Picknick für einen Moment gesehen haben? Ich habe nachgedacht. Ich glaube, ich weiß, warum es passiert ist. Und wie wir es wiederholen können. Das ist super. Minnie ist aufgetaucht, als ich an unsere gemeinsamen Picknicke gedacht habe. Oh, das war jetzt aber ein bisschen herausfordernd. Ich habe mit Merlin geredet und er ist der Meinung, dass alles damit zusammenhängt, sich an sie zu erinnern. Also hat er Minis Lieblingsschleife verzaubert. Er nennt sie einen Erinnerungsmagneten. Wir halten also die Schleife und erinnern uns an sie. Klingt weit hergeholt. Minnie ist verloren und alleine. Glaubst du wirklich, dass sie sich um eine Schleife kümmert? Wir bleiben natürlich optimistisch. Wir halten also die Schleife und erinnern uns an sie. Genau! Komm, lass es uns gemeinsam versuchen. Wenn ich mich richtig erinnere, trug Minnie gerne Streifen, Pünktchen, Sterne. Pünktchen. Das stimmt. Minnie liebt Pünktchen wirklich. Lass mich überlegen. Was liebt sie noch? Blumen, Backen, Kichern. Ich glaube, er hat ja erzählt, dass sie Backen liebt. Auf jeden Fall. Und sie hat mir immer gesagt, dass die wichtigste Zutat in jedem Rezept Liebe ist. Weißt du, du erinnerst mich etwas an sie. Also, Mickey. Einmal hat sie sogar einen Club mit Woody und Anna gegründet. Hui, Minis Schleife, sie kitzelt. Ich glaube, es funktioniert. Hier, nimm Minis Schleife, Trude. Wenn du mit mehr Dorfbewohnern sprichst, können wir sie mit mehr Erinnerungen aufladen. Komm zu mir zurück, wenn du fertig bist. Eine Minischleife. Danke, Kumpel. Danke, Kumpel. So, dann ändern wir doch hier mal schnell die Quest. Ich spreche mit Goofy und mit Dagobert. Dagobert ist da unten und Goofy. Mr. Goofy. Was ist da? Dann erst mit Dagobert. Mach mal Platz, Mickey. Da ist sie. Seht ihr sie? Da hinten. Oh, sie ist schon wieder weg. Aber wir finden sie. Wir finden sie. Das war mein nächsthöheres Ziel. Da ist er doch. Trude, bist du hier, um etwas zu kaufen? Sag mal, erinnerst du dich an Minnie? Minnie? Ah, sie ist ein feines Mädchen. Sie war schon immer eine großartige Kundin mit erstklassigem Geschmack. Sie bewunderte einmal mein Armstuhl mit Tartanmustern. Das hat mein schottisches Herz erwärmt. Ich muss mich jetzt um wichtige Geschäfte kümmern. Aber gib mir Bescheid, wenn du sie findest. Das werde ich. Danke. Freundlichen Dank. Gerne. So, weiter geht's. Jetzt suchen wir Goofy. So, ah, da läuft er doch schon. Schnell hinterher. Wie geht's dir heute? Na, ich möchte mit Ihnen sprechen. Hallo Trude, was kann ich für dich tun? Sag mal, vermisst du Minnie? Was ist deine Lieblingserinnerung von Minnie? Das. Meine Lieblingserinnerung? Hui, es ist so schwer, sich nur für eine zu entscheiden. Aber ich würde sagen, es war, als wir das letzte Mal zusammen einen Kuchen gebacken haben. Ich habe versehentlich Rüben anstelle von Äpfeln mitgebracht. Ich dachte, der Kuchen wäre ruiniert. Aber Minnie hat mir gezeigt, wie man die Rüben püriert und
viel Zucker verwendet. Auch mein Kuchen war gerettet. Ich habe sie schon eine ganze Weile nicht mehr gesehen. Ich hoffe sehr, sie taucht bald wieder auf. Das hoffe ich auch. Danke, Goofy. Das hat wirklich geholfen. Bis bald. Na, Logo. So, ich habe immer diese blöde Kanne in der Hand. So. Hallo. Trude, ich bin froh, dich zu sehen. Ich hoffe, Minis Schleife hat genug Erinnerungen, um sie zurückzubringen. Melly meint, dass wir die Erinnerungen mit Dreamlight aktivieren können. Lass uns zum Wunschbrunnen gehen. Die Magie des Brunnens sollte sie aktivieren. Bis bald. Alles klar, let's go. Das ist ganz schön aufregend. Jetzt könnte es bald passieren, dass Mini zurückkehrt ins Dorf. Das ist Mini. Versuche mit ihr zu reden. Hallo. Hallo, kannst du mich hören? Oh je, ich sehe dich nicht besonders gut. Mini, bist du es wirklich? Wo bist du? Du musst zurückkommen. Du musst zurückkommen. Ich versuche es ja, aber ich glaube nicht, dass ich es alleine schaffe. Was immer du tust, es hilft. Ist Mickey hier? Ich möchte unbedingt mit ihm sprechen. Mickey? Tschüss. Oh Gott, wie süß. Minnie, bist du es? Geht's dir gut? Endlich höre ich deine Stimme. Also ja. Oh Mickey, ich möchte nach Hause. Ich habe alles versucht, aber nichts hat funktioniert. Wir kriegen das schon hin, Minnie. Denke weiterhin ans Dorf und an uns. Das werde ich. Ich vermisse dich und all unsere Freunde so sehr. Mickey? Mickey? Ich kann dich nicht mehr hören. Minnie? Ich bin hier. Ach, herzzerreißend. Hallo du! Oh Gott. Ich habe mich erschreckt. Aber das ist nur... Ah, da hinten die Ente. Mini, Mini. Oh nein, ich glaube, sie ist weg. Es war schön, ihre Stimme zu hören. Ich bin froh, dass es ihr gut geht. Ich glaube, die Schleife hat keine Magie mehr oder Erinnerungen. Ich muss mit Merlin darüber reden, was ich als nächstes machen sollte. Aber es ist schön, ihre Schleife zu haben. Ich glaube, ich behalte sie für eine Weile. Okidoki. Schön. Ja, dann konnten wir doch Mickey jetzt etwas helfen. Wir reden mal kurz. Hallo. Genau, jetzt geht es erst weiter, wenn wir wieder nächsten Freunde-Schritt machen. So, das heißt, ich muss jetzt eigentlich ein bisschen Gartenarbeit verrichten, damit es ein bisschen schneller geht. Ich könnte jetzt hier endlich nochmal was anlegen, genau vor meinem Haus. Genau. Achso, das ist gar nicht mehr verbunden. Ich muss nochmal zu Mickey. Er muss mir doch helfen. Du bist ein Trost für meine Augen. So, lass uns abhängen. Oh, das würde ich gerne tun, Trude. Bis bald. Christoph, mach mal Platz. Hier ist ganz schön was los. Der Donald, der immer ein bisschen aggro ist. So. Also, genau, jetzt steigt unser Freundeslevel, wenn wir hier gemeinsame Arbeit verrichten im Garten. So. Nun die Frage, ist das jetzt hier alles ein bisschen so Sisyphus-Arbeit? So klein? Das bringt wahrscheinlich auch gar nicht so viel. Aber ich wollte das jetzt die ganze Zeit wieder machen. Weil ich sammle immer so viele verschiedene Samen ein und dann kann ich die hier einfach auch mal einpflanzen. Und die sind dann nicht so verschenkt. Oh, toll, Erde. So, mach mal Platz. Okay, jetzt habe ich gerade nichts. Hey du! Hey du! Ich habe etwas für dich. Naja, damit können wir es auch noch ein bisschen. Zucchini habe ich nicht, Salat habe ich auch nicht.
Hättet ihr noch was haben können. Okay, es hat noch nicht so viel gebracht. Aber wir haben ja auch noch unser großes Feld. Wir lassen ihn jetzt einfach mal so ein bisschen an uns dran. Und vielleicht klappt das ja noch. Den nächsten Level. Gott, wir haben doch hier einiges zu tun. Wir müssen doch hier gießen, gießen, gießen. Nee, das war genau die Gießkanne. Ja, das gefällt Mickey auch. Da hat sich das große Feld doch jetzt dreimal gelohnt. Zum einen fürs Geld. Zum anderen, dass ich weiß, es gibt einen Unterschied zwischen Zwiebeln und Kürbissen. Und wegen Mickey. Ich weiß aber nicht so ganz genau, wenn man das ja gar nicht sieht. Ja, wie viel? Ah, okay. Ja, so viel bringt es jetzt nicht. Da muss man noch ein bisschen für arbeiten. Aber hier ist auch noch ein bisschen was zu tun. Wenn ich jetzt noch das richtige Geschenk hätte, dann wird es vielleicht ein bisschen schneller gehen. So, wir haben etwas Hunger. Essen wir natürlich mal was. Ich meine, klar, wenn ich es dann ernte, geht es vielleicht schneller hoch. Aber das wird noch ein Weilchen dauern. Denn so lange habe ich das hier noch gar nicht angelegt. So, was sagst du denn dazu? Oh, ich freue mich so, dich zu sehen. Wir können ihm ja mal was anderes schenken. Eine Zitrone. Die tut uns nicht weh. Das ist schön. Oh ja, das ist so schön. Bis bald. Genau. So, hier ist eigentlich nichts, was wir... Jetzt können wir nochmal zu dem anderen Feld. Ich weiß jetzt nicht, ob das funktioniert. Wenn wir uns jetzt hier... Ah ja, da ist er doch schon wieder. Dann können wir doch vielleicht hier auch noch was reinsetzen. Ja, Goofy, ich möchte was bei dir kaufen. Ah, nicht verkaufen. Obwohl, die zwei Steine, die bringen ja auch ein bisschen Geld. Super. Und jetzt möchte ich hier ein bisschen Karotten. Komm, wir kaufen mal ein paar Karotten. Sind ja nicht so teuer. Die kann man auch gut essen. Ich höre deinen Freund nur manchmal. Da ist er doch, Goofy. Hörst du ihn nicht auch? Aber er regt sich gar nicht auf. So, das gefällt Mickey auf jeden Fall, was wir hier tun. Jetzt habe ich selber ein neues Level erreicht und hier eine tolle Belohnung bekommen. Sieht aus wie ein Fußboden. Ja, schön. Macht sich die harte Arbeit doch hier, hat sie sich doch schon gelohnt. So, lieber Herr Mickey, was machen wir denn jetzt mit Ihnen? So, die Felder sehen jetzt erstmal soweit alle gut aus. Huch, jetzt bin ich gegen die Stange gelaufen. Das heißt eigentlich, dass wir noch ein bisschen warten. Wir können doch mal kurz hier mal einen Abstecher machen. Der kleine Mäuserich da? Nee, hier scheint er nicht zu sein. Ah, wenn die schlafen, können wir gar nicht rein. Okay, ja, die Information hatte ich auch noch nicht. Ich hatte ja nur gesehen, dass es dieses Schlafsymbol gibt. Dann versuchen wir jetzt hier nochmal ein bisschen für die andere Quest was zu sammeln.
Solange der Raps noch wächst. Oh, das war doch schon mal erfolgreich. Smaragd ist auch immer gut. Aber ich glaube tatsächlich, dass der Raps noch eine Weile braucht. Das ist immer gar nicht so einfach, das abzuschätzen. Ich glaube, der dauert 30 Spielminuten. Und ja, ich merke mir natürlich dann immer nicht, wann ich den gesät habe. So. Ist ja auch gerechtfertigt. Der gibt ja auch relativ viel Kohle. Und dann wäre es natürlich auch zu einfach, wenn der zu schnell wachsen würde. Das ist ja völlig klar. So, hier kriegen wir auch noch ein bisschen was. Sehr schön. Hat sich das doch auch schon gelohnt. Nur das Hartholz. Das haben wir immer noch nicht. So. Dann gehen wir nochmal zurück hier hin. Und dann können wir vielleicht noch einen Eisenbarren herstellen. Hier bei Goofy. Haben wir Minnie verloren? Nee, Minnie. Mickey meine ich natürlich. Ja, können wir. Aber auch nur einen. Naja, es sind nur noch zwei. Und, also zwei Eisenbarren und zwei Hartholz. Das ist schaffbar, dauert zwar halt seine Zeit, die es dauert, aber wir kommen der Sache schon ein bisschen näher. So, können wir noch zur Abwechslung mal was ganz anderes machen. Hallo. Was kostet denn die Aufarbeitung von Dagoberts Laden? Die Aufarbeitung vor allem. Es ist teuer. Nee. Auf Wiedersehen. Das ist mir zu diesem Zeitpunkt noch nicht wert. Da ich auch gar nicht so viel das nutze im Moment, weil ich noch gar nicht so viel an meinem Haus gemacht habe. So, jetzt können wir hier nochmal den roten Stein raushauen. Genau, sehr schön. Da ist noch eine Nachtdorne. Oh. Wenn die immer so weit wegspringen, das ist ja kaum schaffbar, allein vom Weg her. Das hört sich gut an. Und noch mehr Münzen. Supi. Schön. Schön, schön, schön. Da ist Minnie. Seht ihr sie auch? Das ist ja witzig, dass ich die jetzt schon sehe, obwohl sie ja noch gar nicht richtig da ist. Ist das jetzt quasi ein Bug oder ist es wirklich so? Mickey, was sagst denn du dazu? Jetzt ist sie wieder weg. Ja, schade. Da schläft auch. Die Ursula, die schläft auch. So, pflücken wir noch ein paar Blaubeeren. Kriegen wir wieder Dreamlight für. Ist doch auch toll. Wir brauchen nämlich Dreamlight. Damit wir an die nächsten Disney-Figuren rankommen. So, die Steine habe ich ja alle kaputt gemacht. Das ist der Christoph, der hier so schön summt. Summ, summ. So, Mickey, was machen wir zwei Hübschen denn jetzt eigentlich noch? Wollen wir noch ein bisschen das Feld erweitern? Dann werden wir vielleicht schneller noch dickere Freunde. Machen wir doch hier noch eine Reihe dazu. Da ist sie doch schon wieder. Habt ihr sie auch gesehen? Oh, jetzt haben wir es zugemacht. Machen wir es wieder auf. Ja, das war so ein bisschen blöd, dass ich das nicht so gecheckt habe. Dass man tatsächlich diese Freundschaftsdinge so ein bisschen berücksichtigen muss. Weil ich habe ja schon viel hier gearbeitet. Zum Beispiel für das große Feld, für das Rapsfeld. Aber ich habe Mickey da gar nicht eingebunden, sonst wären wir jetzt auch schon viel weiter. Gut, beim nächsten Mal bin ich schlauer. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht mehr so ganz hundertprozentig, welche Disney-Figur ich hier... Oh, da geht nichts mehr.
ich für was engagiert habe, sozusagen. Aber gut, das lässt sich ja herausfinden. So, jetzt dürfte es eigentlich gar nicht mehr so lange dauern. Genau jetzt ist der Moment. Oh, es gibt ein bisschen Gold. 1000. So. Reicht das schon? Oder? Oh. Oder ist es das nächste Level dann wohl? Oh, das will ich doch gar nicht. Ich will auch mit dir reden, Mickey. Mickey. Oh, ich freue mich so, dich zu sehen. Oh, ach, er fordert 8. Wir sind erst 7. Okay, dann musst du aber weiter bei mir bleiben, weil das schaffen wir nur, indem wir hier weiter die Arbeit verrichten. Das heißt aber auch, dass wir das jetzt nicht mehr schaffen werden, aber das heißt, es bleibt weiter spannend. Der Weg zu Mini ist nicht mehr weit. Und ich hoffe, dass wir in der nächsten Folge dann hier einen Schritt weiter sind und dann gemeinsam vielleicht es endlich schaffen, Mini wieder in Streamlight Valley zu bekommen. Bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit, lasst es euch gut gehen und wenn euch das Video oder der Kanal gefällt, lasst ein Like oder ein Abo da, wir würden uns sehr freuen. Und wenn ihr gar nicht so auf Disney steht, dann kann ich euch noch die Videos vom Zonky ans Herz legen. Der baut nämlich gerade, auch auf dem Spielebund-Kanal, ein schönes Krankenhaus. Also, schaltet wieder ein, wenn es vielleicht heißt, dass wir Mini endlich ins Dorf zurückholen. Bis dann!